Hallo und herzlich willkommen zu meinem dritten Teil von Let's Play World of Tanks Heavy Tanks. Ich muss das noch erinnern, das ist irgendwie scheiße. Zu oft Tanks. Auf jeden Fall, ich habe jetzt schon. Das ist jetzt mein zweiter Versuch von der Aufnahme her, weil die erste gerade mit dem T95 war einfach miserabel, weil die Gegner hatten drei Top-Tier-Artis und ich war dann kurzerhand gespottet und sofort down. Und deswegen habe ich mir überlegt, mache ich aber eine neue Aufnahme. Weil ich habe jetzt schon mein Geburtstagsgeschenk, so gesagt. Und zwar eine neue Grafikkarte. Und ja, warum ich das jetzt schon habe, keine Ahnung. Weil wir heute Zeit hatten und es gab da Probleme, weil wir hatten da halt bei Telco, ich hatte da einmal angerufen und gefragt überhaupt, weil ich mich bis dahin überhaupt nicht auskannte, was, wo drauf muss man gucken und so weiter. Das wusste ich halt nicht. Hatte ich da halt angerufen, mein Vater hinterher auch, und ein PC hat einen recht kleinen, keine Ahnung, Akku, sage ich jetzt mal. Und zwar von 400 Watt. Und am Telefon meinten sie beide, dass es nicht reichen würde. Da bräuchte ich einen, ach, keine Ahnung, wie das heißt, bräuchte ich halt einen, na, noch einen neuen Dings. Das würde auch nochmal 80 Euro kosten. Und dann sind wir kurz halt Hand nochmal in den Laden gefahren, um dann uns nochmal, ja, insgesamt zu informieren, weil da war das auch mit den, mit den Polen, das hört sich jetzt rassistisch an, mit den Polen, weil meine alte Grafikkarte braucht, glaube ich, nur 4 oder halt weniger als die, die ich mir da jetzt ausgeguckt hatte. Und ja, im Laden sagten sie dann, das wäre alles kein Problem, sie bräuchten auch keinen größeren. Aber was soll ich, ich sage jetzt einfach Akku, keinen größeren Akku, das ist kein Problem, bla bla, das passt alles, bla. Und ja, kurz dann haben wir die dann gleich mitgenommen, damit wir dann hier nicht nochmal irgendwie hinfahren müssen. Also nicht nochmal hinfahren müssen zu dem Laden. Ist natürlich auch praktischer. Habe ich, kann ich jetzt schon Let's Plays machen mit der neuen Grafikkarte und ja. Naja, ich werde es gleich mal sehen, weil bei der Aufnahme, klar, ich habe schon eine höhere FPS-Zahl, nur ob das sich jetzt wirklich auf die Aufnahme, ist klar. Sieht man halt schon nur, wie gravierend das ist. Das sieht man halt erst später. Und da habe ich auch letztens, also vorhin auch mal bemerkt oder überlegt, man könnte ja auch mal die Grafikeinstellungen runterdrehen, weil ich hab das gesehen, ich habe die alle auf High und daran kann es natürlich auch liegen, dass ich zu wenig FPS habe. Naja, im Singleplayer, also wenn ich ohne Aufnahme spiele, das ging schon besser als mit, und jetzt die Aufnahme, finde ich, läuft auch besser. Und ihr könnt euch das ja mal dann anschauen. Ob ihr das besser findet, ist ruckelt zwar immer noch, aber wie gesagt, ich muss da mal an meine Grafikeinstellungen drehen, um mir da noch ein bisschen mehr Leistung rausholen zu können. Wir haben sie. Ja, ich hoffe, ja, wie gesagt, das läuft jetzt besser, hoffe ich mal drauf, und ja, das war, das ist halt an sich, das ist die Grafikkarte fast dreimal so gut wie meine alte und sollte eigentlich besser gehen, obwohl ich jetzt gerade schlechte FPS habe, finde ich. Aber ich glaube, ich drehe gleich einfach mal ein bisschen was bei der Grafik rund, zum Beispiel das Wasser. Wie oft hat man denn Wasser und wie oft guckt man da genau hin? Und deswegen werde ich das Wasser wahrscheinlich ein bisschen runterdrehen und so. Zum Beispiel die Flora-Dichte oder so, das spielt ja überhaupt gar keine Rolle, ist aber halt viel Rechenleistung. Und ja, das ist schön. Gewonnenes Gefecht, 2 Kills, kein Schuss daneben und 3000 XP. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt wahrscheinlich gleich sofort ein paar neue aufnehmen, also erstmal gucken, wie das gut so gerade ist, und dann werde ich es wahrscheinlich hochladen. Wie das dann hochgeladen ist, das werde ich dann auch gucken, und dann wird dementsprechend am diesem Wochenende wahrscheinlich noch was kommen. Naja,
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt mich ruhig abonnieren, das ist immer umsonst. Und sonst, ja, viel Spaß noch. Tschüss.